So, nochmal herzlich willkommen zum neuen Format Sozialrecht Live. Kleine technische Probleme. Wie ihr schon gesehen habt, ist Sozialrecht Live, aber auch die anderen Formate im Moment nur auf dem Nebenkanal Active Interaktiv zu erreichen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es ein Problem mit dem ursprünglichen Active-Kanal, was Livestreams angeht, gibt. Wir arbeiten daran. Bis dahin müssen wir uns einfach auf diese Art und Weise behelfen. Sozialrecht also als neues Schwerpunktthema eingebettet in den neuen Sendeplan. Was hat denn der Langhans von Sozialrecht Ahnung? Eine ganze Menge, wenn ich das so sagen darf. Sozialrecht ist, ja, ich möchte es nicht sagen, meine heimliche Leidenschaft. Es ist der Rechtsbereich, mit dem ich letztlich groß geworden bin. Ich habe den an der Universität schon genossen, hatte in dem Bereich eigentlich ja, immer so meine Lieblingspräferenzen, meine heimliche juristische Liebe, hatte dann später eben auch das Glück, im Referendariat bei einem Sozialrechtler lernen zu dürfen. Und deshalb fühle ich mich hier genauso wohl wie im Familienrecht. Ihr kennt ja vielleicht das Video von meinem Auftritt am Bundessozialgericht am 6.12.2009, glaube ich, war es. Toller Erfolg, den wir da eingefahren haben und ein unvergessliches Erlebnis. Ich möchte mit Activia einfach die breiteren Themen, die alle von euch betreffen können, abdecken und deshalb jetzt eben donnerstags dieses Format. Wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es jetzt eben definitiv jede Woche vier Formate. Ja. Sonntags eben im 14-tägigen Wechsel der Wochenrückblick oder der Late Talk. Am Dienstag Familienrecht live um 19:30 Uhr und um 21 Uhr Question and Answers, Frage und Antworten. Ich beantworte eure Fragen, wie auch immer ihr wollt. Donnerstags jetzt eben neu um 19:30 Uhr unser Lieblingsformat Sozialrecht live. Wenn ihr andere Themen wollt, können wir gerne das Ganze auch abändern, sodass 14-tägig wieder ein Wechsel reinkommt. Und freitags der Night Talk um 22 Uhr. Der Sendeplan steht. Technisch sollte es soweit auch funktionieren, sodass ich hoffe, dass ihr genauso wie ich definitiv euren Spaß habt. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch gucken. Irgendwie ist nämlich jetzt mein Livestream-Fenster davon gesprungen. Und wenn wir dann letztlich, sage ich mal, soweit sind, legen wir los mit unserem ersten Thema: Umzug und SGB Römisch 2. Im Übrigen, die voraussichtlichen Themen der folgenden vier Sendungen, also der ganzen Woche, könnt ihr auf activinews.com jetzt jederzeit einsehen. Vorteil in dem Zusammenhang ist halt einfach, dass damit für euch sichergestellt ist, dass ihr wisst, ob die Themen, die euch interessieren, tatsächlich auch ja, vorhanden sind und letztlich gestreamt werden können. Ich sehe, alles funktioniert. Und damit legen wir also los mit unserem Themenkreis. Umzugskosten und SGB Römisch 2. Ein in meiner beruflichen Praxis sehr häufiges Problemchen, ja. Denn Umzüge sind ja nichts Alltägliches und immer wieder gibt es die gleichen klassischen Probleme. So, wann werden Umzugskosten bewilligt? Natürlich nur, wenn man eine neue Unterkunft besuchen möchte und diese neue Unterkunft angemessen ist. Das ist Paragraph 22 Absatz 4, ja. Folgende SGB Römisch 2: Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft, Zusicherung für die neue Unterkunft örtlich zuständiger Träger. Die Zusicherung muss gegeben werden, wenn die Aufwendungen angemessen sind. Soweit nichts Besonderes. So, ba, ba, ba. Wohnungsbeschaffungskosten, also Annoncekosten,
Und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung, also wichtig, vorher, ja, durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden können. Also eine Kannleistung. Und genau das ist eigentlich das tricky Problem, das wir haben. Die Zusicherung soll erteilt werden, also dann Ermessensreduktion eigentlich auf null, wenn der Umzug durch den Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist. Und eben wenn Zusicherung in einem angemessenen Zeitraum eben eine Unterkunft nicht gefunden werden kann. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, der angemessene Zeitraum, in dem etwas gefunden werden kann. Das ist nämlich das Problem, das wir in der Regel haben. Tatsächlich ist es so, dass meistens Wohnungen schnell bezugsfertig sind, gerade die im bezahlbaren Hartz-IV-Bereich, sodass man das Hauptproblem hat, wie kann man diese kurzfristigen Momente einhalten. Und da ist es einfach so, schreiben, kurze Fristen setzen, wenn dann keine Reaktion erfolgt, eben gegebenenfalls den Umzug organisieren und fertig. Klassischerweise braucht ihr drei Angebote von drei Umzugsfirmen. Wenn ihr nicht in Eigenregie den Umzug managt, dann gibt es eben nur Hänger und gegebenenfalls Verpflegung für privat organisierte Helfer. Aber eben diese drei Angebote müsst ihr definitiv einreichen und fragt beim Jobcenter nach, wer denn die bekannten kostengünstigsten Anbieter sind. Denn es nützt ja nichts, wenn ihr fünf Angebote holt und dann sagt das Jobcenter, aber wir haben zwei Firmen, die immer noch billiger sind oder vielleicht sogar eine eigene, ein Eurojobber-Firma. Also, vorab das Ganze beantragen. Wenn die Zeit drängt, trotzdem bitte vorab beantragen mit kurzer Frist. Auch kurze Frist für Angebote setzen, die ganzen Unterlagen beim Jobcenter einreichen und fertig. Nur so bleibt ihr dann nicht auf Kosten sitzen. Ansonsten, wer sich daran nicht hält, erst nachträglich beantragt, hat gegebenenfalls wegen dieser Kannregelung tatsächliche Probleme. Und diese Probleme werden natürlich auch nicht dadurch aufgewogen, dass man vielleicht Mietkosten spart. Das gleiche natürlich bei der Kaution, vielleicht der wichtigere Aspekt, deshalb muss man eh rechtzeitig loslegen. Das Hauptproblem im Hartz-IV-Bereich, Wohnungen, die bezahlbar sind, die als Kostenunterkunft stattungsfähig sind, sind sowieso rar gesät und dann hat man auch diesen zeitlichen Druck. Aber wir haben die Regeln nicht gemacht, wir können sie auch ohne weiteres nicht ändern. So, zweites Thema für heute. Zuständigkeit, Teilhabe, SGB Römisch 9. Ich hatte da schon ja ein Video gemacht und ihr habt euch zu Recht beschwert, dass die Soundqualität scheiße ist. Deshalb hier und heute nochmal das Wesentliche zum SGB Römisch 9, Rehabilitation und Teilhabe, nämlich ein Prototyp an Paragraph, wie ihn jedes Gesetz eigentlich haben sollte. Paragraph 14 werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, also Leistungen, die dazu führen sollen, dass ein Mensch mit Behinderung wie ein Mensch ohne Behinderung am normalen Leben teilnehmen darf, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des Antrags bei ihm fest, ob er zuständig ist. Das klassische Problem auch bei Hartz IV, ja, und in der Abgrenzung eben zur Sozialhilfe, wer ist zuständig? Und hier haben wir ein Novum in unserer gesetzlichen Konzeption. Es gibt eine 2-Wochen-Frist, innerhalb der muss eine Behörde sagen, ob sie zuständig ist. Wenn sie nichts tut, ist sie qua Gesetzes zuständig. Ja? Ansonsten muss sie eben halt innerhalb von diesen 2 Wochen abgeben. Ja? Stellt eben der Träger bei der Prüfung fest, dass er nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich weiter und unterrichtet hierüber den Antragsteller. Ja? Wenn etwas geklärt werden muss, unverzüglich zugeleitet werden. Also jedenfalls ein Beschleunigungssystem, das wir bei Hartz IV, Sozialhilfe, UVG und Co. alles nicht haben. Und deshalb ist das wirklich was Tolles. Man kann sich im Prinzip an eine Behörde wenden und die muss dir sagen, wer zuständig ist und notfalls eben die Akten an den zuständigen Träger weiterleiten. Wird der Antrag nicht weitergeleitet, wird eben der Rehabilitationsbedarf unverzüglich umfassend festgestellt und die Leistung erbracht. Wenn eben Gutachten, bla bla bla. Also dieser 14 ist ein Prototyp für eine einfache, kundenorientierte sozialrechtliche Konzeption, weil hier jeder eine schnelle Entscheidung erwarten kann und auch bekommt. Und das wünsche ich mir in vielen anderen Bereichen auch. Das Gute ist hier eben, dass Menschen mit Behinderungen hier
sich darauf verlassen können, dass der Staat schnell und unbürokratisch tätig werden muss. Etwas, was eben in keinem anderen, auch drängenden rechtlichen Bereich der Fall ist. Ja, weiter geht's wiederum mit dem SGB Römisch 2 Leistungen Schulmehrbedarf. Als das Bundesverfassungsgericht die alten Regelsätze für unwirksam und verfassungswidrig erklärt hat, mehr oder weniger, wurde ja der Bedarf für Bildung und Teilhabe, der jetzige 28 SGB Römisch 2, eingeführt. Und da gibt es jetzt eben eine wunderbare neue Entscheidung, die bei Tacheles e.V. veröffentlicht ist, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ja, der 28 sagt eben, Bedarf für Bildung und Teilhabe werden bei Kindern und Jugendlichen gesondert berücksichtigt. Das Grundproblem ist eben, dass ursprünglich der Gesetzgeber hier nur knapp 2 € für schulische Belange monatlich vorsieht. Und dann gibt es noch, das kennt ihr auch, das steht hier in dem Absatz 3, 100 € pro Jahr pro Schüler, 70 € im September und 30 € im Februar, Entschuldigung, nicht im September, im August. Was ist aber, wenn man für die Schule ein iPad oder einen Rechner braucht? Und da hat das Sozialgericht Hannover im Verfahren S68 AS 344/18 ER, also einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, entschieden, dass der Antragsgegner unter dem Vorbehalt der Rückforderung verpflichtet wird, Leistungen für den Erwerb eines iPad 9,7 Zoll Wi-Fi 32 in Höhe von 369,90 € zu erbringen. Das Ganze ist deshalb so bemerkenswert, weil der Paragraph 21 Mehrbedarf hier eigentlich solcherlei Leistungen nicht vorsieht. Ja? Wir haben hier in dem Absatz 6 Einzelfall unabweisbarer laufender, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf, unabweisbar, wenn er durch die Zuwendungen Dritter nicht gedeckt werden kann, auch nicht durch Einsparmöglichkeiten. Das Problem ist, dass für Computer, Technik und Co. ja eigentlich Gelder in den Regelsätzen vorgesehen sind. Man muss es also ansparen. Und für Taschenrechner und Zirkel reichen eben die schulischen Beträge von 2 €. Das heißt, der iPad wird hierunter eigentlich nicht zu zählen sein. Aber das Sozialgericht hat sich hier eine ganze Menge Gedanken gemacht. Ausgehend natürlich davon, dass eben der Bedarf absolut nicht gedeckt ist, also jetzt tatsächlich nicht gedeckt ist, egal wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat. Ja. 2,28 € monatlich werden veranschlagt für Datenverarbeitungsgeräte und Software. Da muss man lang sparen, um ein halbwegs gutes Gerät zu haben. Und deshalb bezieht man sich eben auf die Entscheidung des LSG Niedersachsen-Bremen vom 11. Dezember 2017, L11 AS 349/17, sodass eben Schulbücher nach dieser Entscheidung, nach § 21 Absatz 6 Satz 1 SGB Römisch 2 zu zählen sind. Das ist also hier. Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall unabweisbar laufender, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf besteht. Also einmalig ist eben ein Taschenrechner, ja? Unabweisbar zwingend. Ja? Das haben wir in diesem Fall, weil die Schule das Gerät eben vorsieht. Ja? Und eben nicht anderweitig ansparbar. Das hat das Sozialgericht hier, was Ratenzahlung angeht, damit begründet, dass sie sagen, es ist ja bereits eine andere Aufrechnung wegen Mietkosten oder was auch immer gegeben, 40,90 €, und deshalb kann man eben eine Ratenzahlung nicht weiter zumuten. Aber eben, und das ist die Krux von dieser Entscheidung, das Ganze basiert nur darauf, dass die konkrete Schule das konkrete iPad vorschreibt. Nur deshalb ist in dem Zusammenhang der Bedarf entsprechend erstattungsfähig, wobei die Hauptsacheentscheidung natürlich noch aussteht, denn die finanziellen Folgen sind natürlich gigantisch, wenn es dabei bleibt, dass eben so ein Bedarf in Zukunft gedeckt werden soll. Nächstes Thema: Berufskrankheiten. Berufskrankheiten.
Was ist eine Berufskrankheit? Ihr kennt das System, es gibt die gesetzliche Unfallversicherung und es gibt die Krankenversicherung, die Abgrenzung letztlich Unfallversicherung, alles was im Rahmen mit der Tätigkeit passiert, Krankenversicherung, sonstige Erkrankungen, Unfall ist eben plötzliche Ereignisse. Und ein Spezialfall sind eben Berufskrankheiten. Berufskrankheiten sind Krankheiten, die Versicherte durch ihre berufliche Tätigkeit erleiden und die in der Berufskrankheitenverordnung aufgeführt sind. Also etwas Spezielles, ja. Es kommt nicht nur darauf an, dass ihr krank seid, sondern es muss in der entsprechenden Verordnung aufgeführt sein. Es muss also von einer Kommission, ja, festgestellt werden, die entsprechende anerkannte Berufskrankheit ist auch eine solche. Man muss also einfach hier entsprechend googeln. Das Ganze schaut dann so aus. Ach, was nehmen wir denn hier? Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten. Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maß besonders ausgesetzt war. Also es reicht nicht aus, im Urlaub in Tansania gewesen zu sein. Nein, man muss eben mit diesem Erreger auf der Arbeit zusammenkommen. Lungenkrebs zum Beispiel. Durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid bei nachgewiesener Quarzstaub-Lungenerkrankung. Oder Hautkrankheiten. Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben. Also es gibt eben diese Kommission und nur was hier drin steht, ist eine Berufskrankheit. Nur das reicht an der Stelle eben nicht. Es gibt in der Tat noch die Möglichkeit, ja, dass eben Krankheiten, die nicht in der Liste enthalten sind, ja, berücksichtigt werden. Ist eine Erkrankung nicht in der Liste enthalten oder erfüllt sie nicht bestimmte Voraussetzungen, die eben im Paragraph 9 Absatz 1 SGB Römisch 7 näher definiert werden, gibt es die Möglichkeit, in Einzelfällen eine Erkrankung wie eine Berufskrankheit anzuerkennen. Dazu müssen allerdings neue Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft vorliegen, die belegen, dass für eine bestimmte Personengruppe arbeitsbedingt ein deutlich erhöhtes Risiko an einer bestimmten Gesundheitsstörung zu erkranken besteht. Ja? Also eine Berufskrankheit ist eben eine Krankheit, ja, die durch gesundheitsschädliche Einwirkungen nur am Arbeitsplatz, ja, verursacht wird. Es wird durch den Unfallversicherungsträger geprüft. Ja. Man muss eben eine Katalogkrankheit haben und eben zwischen Tätigkeit, Einwirkung und Entstehung der Krankheit muss es einen sogenannten kausalen, ursächlichen Zusammenhang geben. Das Thema Berufskrankheiten ist damit kein ganz einfaches. So dass aus meiner Sicht es sinnvoll ist, wenn ihr euch hier entweder vom VDK oder eben von einem spezialisierten Anwalt helfen lasst. Ja? Denn diese Definitionen der Berufskrankheit, gerade in Fällen bei neueren Situationen oder wenn nicht die eindeutige Wirkung da ist, zum Beispiel Wirbelsäulenverletzungen durch schweres Tragen, Heben, ja, da ist es eben bisweilen sinnvoller, wenn ihr euch auf sonstige Art und Weise eben versichern lasst, dass es hier diese Voraussetzungen gibt, als Berufskrankheit anerkannt zu werden und damit letztlich die besseren Leistungen der Unfallversicherung zu erhalten. Ich hoffe, dass euch hier ein bisschen was Neues zum Thema Berufskrankheiten mitgeteilt wurde. Wie gesagt, Teufel steckt im Detail. Gerade eben, wenn Tätigkeiten nicht eindeutig sind, dann gibt es Abgrenzungsfragen, zum Beispiel, was ist Borreliose, die durch eine Zecke ausgelöst wurde, bei einem Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes ja, bei einem Waldmitarbeiter ja, was ist aber beim reinen Landschaftsgärtner? Die Abgrenzungsfragen sind wirklich schwierig, die Auswirkungen sind aber natürlich auch weitreichend, weil daran anknüpfend ja Rentenleistungen eine ganze Menge an Geldern für die Zukunft bedingen. So, letzter Punkt. Selbstständigkeit und Hartz IV. Ein wesentliches Thema
das für viele Leute in Betracht kommt, die langfristig Leistungen haben, SGB Römisch 2 beziehen. Man möchte über ein kleines Nebengewerbe als Handwerker versuchen oder einen kleinen Laden sich selbstständig zu machen und damit dem Teufelskreis Hartz IV zu entfliehen. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass zwar jeder den Anspruch darauf hat, diese Selbstständigkeit zu probieren, dass es aber problematisch ist, eine entsprechende Erlaubnis vom Jobcenter zu bekommen. Ihr müsst über euren Businessplan das Ganze so positiv hochrechnen, dass das Jobcenter davon überzeugt ist, dass ihr innerhalb kürzester Zeit, meistens ein halbes, dreiviertel Jahr, dann keine Leistung nach dem SGB Römisch 2 mehr benötigt. Das ist insoweit illusorisch, als dass eine seriös gegründete Selbstständigkeit meistens eine Dauer von 2 Jahren bedingt, innerhalb denen man letztlich versuchen muss, finanziell nach oben zu kommen. Aber das Jobcenter hat ja halt maßgeblich und nicht unerheblich den Finger drauf. Und deshalb muss man an dieser Stelle natürlich entsprechend Rücksicht nehmen. Ihr müsst also versuchen, den Businessplan so seriös zu gestalten, dass er gleichwohl von einer potenziellen Selbstständigkeit, die sich selber trägt, ausgehen könnt. Zahlen sind ja nie mit letzter Sicherheit vorauszusagen, aber ihr solltet natürlich auch die Zahlen nicht schönrechnen, weil ansonsten seid ihr vielleicht im Betrug drin. Ich sage es nur vorneweg. Das zweite Problem ist natürlich, Leistungen, die ihr im Rahmen des Hartz IV bekommt, sind nicht zur Gründung gedacht. Also wenn einer von seinen 400 Euro für 50 Euro Porto für seine Firma kauft, ist das eine zweckentfremdende Verwendung von Leistungen nach dem SGB Römisch 2, sodass diese Beträge zurückgefordert werden können, weil sie zu Unrecht bezogen wurden. Ich hatte konkret mal den Fall, dass ein junger Mann eben in der Selbstständigkeit von seiner Mutter dergestalt unterstützt wurde, dass die Mutter ihm halt mittags immer was zu kochen gemacht hat. Und die so gesparten Aufwendungen wurden in den Betrieb gesteckt. Und das ist halt einfach unzulässig. Das Problem bei solchen Fällen ist, dass der Ehrliche der Dumme ist, der das nämlich offen angibt, während alle anderen, die betrügen wollen würden, 100 Euro abheben. Und wenn sie diese 100 Euro dann wiederum als Einlage der Mutter oder was weiß ich investieren, hat auch kein Mensch eine Möglichkeit, hier was zu belegen und zu beweisen. Aber das ist halt das klassische Problem in unserem Land, dass der Ehrliche größere Probleme bekommt als der Unehrliche. Selbstständigkeit und SGB Römisch 2 ist also ein nicht unerhebliches Thema, hat was mit viel Arbeit zu tun. Ihr müsst monatlich Einnahmeüberschussrechnung abgeben, ihr müsst regelmäßig die Prognosen abgeben fürs kommende halbe Jahr, wie es ausschaut. Und das ist halt manchmal sehr müßig, eigentlich auch keine seriöse Wissenschaft, weil es sehr, offen ist, wie sich der Markt entwickelt. Aber so sind die Regeln. Lasst euch da jedenfalls nicht ins Boxhorn jagen. Seitdem es die Ich AG ja so nicht mehr gibt, habt ihr gleichwohl über das Jobcenter einen Anspruch darauf, dass man euch hier unterstützt. Aber natürlich sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkter. Die Leute vom Jobcenter haben mehr Möglichkeiten, euch zu gängeln und euch auf die Finger zu hauen. Und das, obwohl sie selber keine entsprechende Ausbildung haben, um das überhaupt beurteilen zu können. Ja, das war die Sendung heute. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Um 22 Uhr heißt Night Talk. Schauen wir mal, wer sich mit mir unterhält oder ob ich euch ein paar Schwänke aus meinem Leben erzählen muss. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir sehen uns jedenfalls. Bis dann. Servus.